Familie Gadocher besucht ihren Ehemann, Vater und Großvater. Der kürzlich Verstorbene hat seine letzte Ruhestätte am Fuße des Untersbergs auf einer der Flächen von Pax Natura gefunden. Die Firma bietet Naturbestattungen auf den Ländereien der Familie Meyer-Mellenhofer an. Zur Auswahl stehen Plätze auf einer Kastanienwiese in Glaneck, bei der Vierkaseralm auf dem Untersberg oder hier auf der Dürrenwiese. Zwischen 1.000 und 2.000 Euro kostet so ein Platz für 30 Jahre. Die ganzen Bekannten und so sind mit. Der Förster ist rauf, der hat dann die Grube gemacht und das als die Urne raufgeführt. Und ja, dann ist das eigentlich wie bei einem normalen Begräbnis, auch mit Lebenslauf und das alles. Also sehr feierlich ist das gemacht worden. Das Feine ist, dass man es völlig selber gestalten kann, das Ganze, was ja oft am Friedhof nicht so ist. Und das ist wirklich, also sehr persönlich und es war sehr nett, weil doch einige Leute waren, aber es war doch so ruhig, dass man die Vögel zwitschern gehört hat. Das war echt super. Auch wenn es noch nicht sehr viele Bestattungen gegeben hat, an die 100 Verträge für eine Naturbestattung hat Pax Natura bereits abgeschlossen. Förster Kurt Schlechtleitner begleitet potenzielle Kunden von Pax Natura zu den Begräbnisflächen. Für die Leute ist es eben A, wichtig in der Natur, B, noch die Fläche, die dann sie anspricht, ob das jetzt unten die Kastanienwiese ist, die doch ein bisschen geschichtlich was bringt mit dem Blick zur Festung und zum Schloss Glaneck. Oder eben da die Dürrewiese herum, wo eben noch mehr Natur ist und eben jahreszeitlich immer sehr unterschiedliche Blumen vorhanden sind. Die Jahreszeiten sind die Gärten auf den Begräbnisflächen und die pflanzen zurzeit Herbstzeitlose und, wie hier, Enzian.